Ihr wolltet es, ihr bekommt es, dreimal Krypto. Leider habe ich nicht wirklich viel Auswahl, denn die Pokémon, wo Frustration fehlt, die haben echt wirklich ganz miese IV. Also zum Beispiel mein Flunkiefer ist so mies, dass es... So, ich überlege nur gerade wegen der Attacke. Ach, egal. Das ist alles ordentlicher Sofortattackenschaden. Vielleicht werde ich es nicht mal schaffen, drei Ladeattacken durchzubringen teilweise. Genau, mein Flunkiefer würde ich unbedingt gerne in der Krypto-Variante testen, aber ich habe nur grottenschlechte mit, also ohne Frustration, so wirklich grottenschlecht, dass die irgendwie 7 KP weniger haben und 3 Verteidigung weniger und gleich viel Angriff, wie ein sehr gutes, sagen wir mal. Okay, so, ich hole mal mein Gardevoir raus. Und das laggt schon mal ein wenig. Ein Steigerungshieb wäre sehr köstlich schmöstlich. Und wir haben einen Eishieb. Okay. Der macht ultra viel Schaden. Okay, werde ich gegen das Galar-Flunschlick eine Attacke durchbringen? Ich gehe auf Psychokinese, denn da hat die Schilden sowieso immer. Und bei Psychokinese ist die Chance... Boah, ich brauche da noch eine Attacke. 10% Chance, die Verteidigung zu senken. Da kommt doch sowieso ein Schild. Sind wir mal ehrlich, oder? Ansonsten wäre das sehr, sehr bitter und dann hätte ich auf den Spukball gehen müssen. Oh, da kommt kein Schild. Ah, das tut sehr weh. Warum schilderst du das nicht? Mit einem Spukball hätte ich dich auseinandergenommen. Und jetzt kommt trotzdem noch eine Attacke. Da wäre schon ein Schild verlockend. Nein, Quatsch. Und ich werde... Okay. Was werde ich denn? Ich werde... direkt die Attacke einsetzen. So. So sieht es nämlich aus im Schneckenhaus. Jetzt musst du entweder schilden oder du bist das Pokémon los. Okay, du bist das Pokémon los. Was haben wir? Wir haben ein Azumarill. Das ist gar nicht gut. 3, 4. Wollen wir einfach keine Attacke einsetzen? Doch, aber ich glaube, ich schaffe noch 3. Ich glaube, ich schaffe noch 3 Attacken, wenn mich nicht alles täuscht, weil... Der zweite Hieb, der ist schon ready nach nur 3 weiteren Konfusionen. Und auch wenn der Konfusionsschaden sich ordentlich stapelt, dann würde ich einfach mal sagen, da sollte ich 3 Attacken schaffen. Da haben wir schon die zweite. Und eventuell schilde ich einfach das Hypno direkt. So. Beide Schilde in Hypno rein. Ab sofort, denn ich muss nur noch dann einen Donnerschlag landen. Ich glaube, das machen wir so. Dreifach Krypto-Team, was geht denn da los? Komplett random, aber kann man auch mal bringen. So, und bis ich beim Donnerschlag bin, da ist auch schon, sollte das hoffentlich langen. Also, macht schon Spaß, das sind auch schnelle Kämpfe. Entweder man verliert sie schnell oder man gewinnt sie schnell. Perfekt. Und mit einem... gesunden Krypto-Kampf-Pokémon und noch ein Schild ready am Start. Gegen so ein nerviges Azumarill, Galar-Flunschlick-Gespann kann man schon mal versuchen. Ja, die Krypto-Pokémon, die sind sehr unberechenbar, weil sie so viel Schaden machen und wenn man ein bisschen Glück hat mit dem gegnerischen Team. Flunkiefer hätte ich so gerne. Aber gut. Oh, es wird ja immer besser. Was ist denn da gerade los? Was ist denn da gerade los? Und danach hole ich, glaube ich, gleich Hypno rein. Oh ja, perfekt. Hallo, Kryptosazenia. So, freut mich, dass du hier da bist. Und auf Wieder... Nein! Ach komm. Bisschen schneller wechseln, Schilling. Bisschen schneller wechseln. Das war schade. Das war auf jeden Fall schade. Lassen wir die Wechseluhr runterticken, denn das Gute ist, auch mit Gardevoir bin ich effektiv gegen Dingenskirchen Barrikadax. Also mal schauen. Das war echt ärgerlich, muss ich wirklich zugeben, dass das Azenia da noch zu einer Attacke gekommen ist. So, ich habe die Typen am Anfang gesehen. Alles klar. Und ich dachte dann eventuell... So, aber Moment mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, ich wechsle schnell. Oh, ich kann ja noch nicht wechseln. Ah, weil... Du hast offenbar nichts. Hm.
Ich werde vermutlich nicht mehr dazu kommen, zweimal zu schilden noch. Ich hoffe, es ist die Wechseluhr um. Du hast offenbar nichts als Antwort hiergegen. Und ja, genau. Der Schild war echt gut. Der Schild war... Obwohl, war der gut? Weil ein, zwei Sofortattacken nur. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich einsetzen soll. Schaffe ich noch zwei? Schaffe ich noch zwei? Wir versuchen es. Hier ist man schon so kurz davor, aber ist in Wahrheit dann doch noch nicht da. Denn eventuell schaffe ich dann noch den Kreuzhieb. Ich weiß gerade nicht, wie viel Energie ich noch auf der hohen Kante habe. So, du schilderst. Da hätte ich diesmal auf die Psychokinese pokern können. Oh, du holst dir ganz viel Energie, was schlau von dir ist. Heieieiei. Überlebe ich das noch? Ich hoffe, in Wahrheit eigentlich hoffe ich nicht. Okay, überlebe ich nicht. Und du hast noch... Oh, ich habe den Kreuzhieb ready. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin kurz davor, aber dass ich ihn ready habe, wusste ich nicht. Perfekt, dass ich eingesetzt habe. Ja, sehr schön, würde ich mal behaupten. Das war doch mal sehr, sehr fein. Ja, wenn man direkt zwei Pokémon hat, die sich extrem vor den Kampfattacken fürchten und ich dann auch noch Gardevoir habe, wo ich Barrikadax ein bisschen die Stirn bieten kann. Der Schild hat vielleicht auf den ersten Blick doof ausgesehen bei Barrikadax, weil ich schon so weit down war, aber der hat sich noch als sehr hilfreich rausgestellt. Sehr schön. Was haben wir? Bolteros, perfekt. Und danach muss... Obwohl, danach ist es egal, was ich gleich reinhole. Drei bist du? Okay. Und wir holen Hypno rein. Ich hole Hypno rein, denn... Ich meine, auch das Gardevoir ist nicht so gut gegen Bolteros. Da ist es schon in Wahrheit völlig egal. Aber jetzt hier... Auf den... Oh. Überlebe ich das noch? Ich hoffe, ganz knapp, weil wenn ich jetzt nicht tippe, dann habe ich die Attacke schon ready. Okay. Nicht noch eine Konfusion tippen, sehr schön. Das kann alles sein. Das kann jeglicher Hieb sein, also schilde doch. Ich bin ein Krypto. Du musst schilden, jawohl. Da ist doch schon der Schild. Und ich schaffe noch eine Konfusion. Die war wichtig. Die war sogar sehr wichtig. Mit M-Punkt rein und einfach einmal schilden. Ich weiß nicht, ich hätte vermutlich sogar den Gleichstand gewonnen. Wow, was? Du warst nicht bei... Du hast doch bei Hypno noch farmen können. Was? Holla, die Waldfee. Ein Voltula. Und ich muss mir den Wechsel aufheben, bis du deine erste Attacke einsetzt. Das macht zu viel. Das macht echt zu viel. Ich glaube, so lange kann ich nicht warten. Ich glaube, so lange kann ich nicht warten, dass ich mir den Wechsel aufhebe. Nein, das kann ich nicht bringen. Ich brauche das Ding noch für... Okay. Oh, du bist ja doch schon recht weit unten. Das Voltula hat mindestens eine Attacke ready. Jetzt bin ich gespannt, wie viel der Spukball macht. Komm schon. Drück rein, der Gardevoir. Es gibt zwar keine Altarier mehr und du warst früher immer meine geheime Waffe gegen Altarier. Das war immer so schön, wenn da ein Altarier reinkam und ich da einfach durchgefahren bin, wie mit einem warmen Messer durch Butter. Aber die sind nicht mehr so am Start. Wegen Galar-Flunschlick und wegen anderen Geschichten. Und ich habe keine Attacke ready, aber ich habe zur letzten Attacke schon ausgeholt. Also selbst wenn du zwei hintereinander hast, wo ich mir gerade unsicher bin, ne, könnte schon sein. Aber ist die letzte Attacke noch angekommen? Dreifach Krypto, die geheime Waffe. Und vor allem einfach irgendeine Kombination hier. Ich meine, Kampf und Psycho, das ist schon vielleicht nicht so verkehrt gemeinsam, aber das Gardevoir dann noch dazwischen, überhaupt keine Ahnung, was das Ding da macht. Weil die Schwächen von Hypno, das sind zum Teil Resistenzen von Kampf und von daher, das ergänzt sich irgendwie ganz fein. Und wir haben ein Flunschlick. Hallöchen, Galar Flunschlick. Und vermutlich, tschüss, Galar Flunschlick, ein Azumarill. Da gehen wir jetzt in Gardevoir hinein. So, denn da machen die Charm auch schon ordentlich. Und ich werde einmal schilden. Mein Wechsel war relativ langsam. Und ich hoffe, dass ich dann zu einer Attacke komme. Ah, vielleicht war mein Wechsel zu langsam.
Aber geht dann eventuell auch in Ordnung. Ah, der Schild war doof. Der Schild war doof und auch, dass ich das Ding reingeholt habe, wenn wir ehrlich sind. Na gut, ich zeig dir noch nicht mein letztes Pokémon und fahre mir hier einfach runter, auch wenn die Blubber wirklich wehtun. Die Blubber tun weh, aber zu noch einer Attacke kommst du nicht. So, jetzt pass aber mal auf, Kollege. Jetzt pass aber mal so richtig auf, was ich hier mit dir mache. Du hast also ein weiteres Pokémon, welches schwach gegen Kampf ist. Sehe ich das richtig? Sehen wir das hier jetzt also richtig? Dann komme ich hier nochmal zu dem Kreuzhieb. Danach ist meine Wechseluhr ready. Und ich glaube noch eine sofort... Oh, Moment mal. Noch eine Sofortattacke wollte ich sagen. Aber da bleib, wenn du nicht chillest, dann bleiben wir drin. Dieses Galar lunscht. Oh, schön. Hallo, Melmetal. Grüß dich, Kollege. Hast dich ein bisschen verlaufen von der Meisterliga hierher? Was ist denn mit dir los, Melmetal? Mach Bekanntschaft mit meinem Krypto M. Da war noch das Hypno hinten. Hallöchen, Melmetal. Freut mich, dich zu sehen. Immer wieder gerne. Ich freue mich schon auf dich in der Meisterliga. Heieiei. Das macht Spaß. Das ist schön. Keine Punkte, kein Rang, völlig egal. Einfach drei Krypto-Pokémon reinnehmen und auf gut Glück, das könnte auch ein 0 zu 5 werden. Also Teams, die so zufällig einfach 5 zu 0 gehen, die können auch 0 zu 5 werden, wenn ich komplett ausgekontert werde und dann keine Antwort dagegen habe. Das ist knifflig und da weiß ich echt nicht, weil die Attacken von dir, die tun mir schon weh. Aber ich droppe zumindest mal einen Kreuzhieb. Und gehe danach, glaube ich, in Hypno, weil ich kann mir das nicht erlauben, noch so viel Schaden hier reingedrückt zu bekommen. Du schillest sogar nicht mal, schade. Gehe hier in Hypno hinein und ich habe leider nicht mitgezählt, aber ich hoffe noch kein Sturzflug. Komm schon, tu mir das nicht an. Himmelsweger, okay, was auch schon einiges macht, aber du bleibst drin. Dann musst du jetzt chillen oder bist weg. Schauen wir mal, wofür du dich entscheidest. Boah, diese lila Aura irgendwie, die ist so genial bei jedem Pokémon hier. Okay, du lässt es draufgehen. Da kommt dein Azumarill rein. Den nächsten schaffe ich schon bei 3. Und ich könnte dann mit Gardevoir hinein und hoffen, dass du keine gute Antwort gegen mein Kampf-Pokémon hast. Denn jetzt mit dieser... Oder du farmst runter. Nein, 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 komm schon. Schau mal, wie viel meine Sofortattacken machen. Ah ja, du versuchst es. Nun denn, nun denn. Dann ist das der Weg, für den du dich entschieden hast, junger Padawan. Das kannst du gerne machen. Ich erlaube es dir. Komm! Die Konfusion hätte aber noch ankommen dürfen von mir aus. Will ich das Gardevoir vielleicht einfach komplett opfern? Na so, noch einen Charm geschafft. Okay. Ich überlebe nichts. Ich werde hier vielleicht sogar beide Schilde reinstecken. Ich muss mal schauen. Eisstrahl und jetzt hast du gleich noch einen. Zwei ganze kann man sich nicht antanken, aber ja, wir hoffen einfach. Wir hoffen einfach, dass ich gegen das letzte Pokémon ohne Schilden ankomme irgendwie. Und ich schild hier noch. Oh, oh, oh. Ja, 5 zu 0 mit diesem krassen Team? Was ist denn da los? Ja, hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man sich mal gönnen, so ein lecker schmeckeres 5 zu 0. Das war schön. Das ist geil. Also der Schild, irgendwie habe ich das gerochen, dass ich mein Gardevoir noch benötige. Das ist natürlich fein. 3 Charm und dann gibt's Alarm im Darm und du bist weg vom Fenster. Ja? Und dann noch ein Schnäppchenfang am Ende, der Critical Catch. So macht's Spaß. Das sind Videos, die sind eine Freude beim Aufnehmen, muss ich wirklich sagen. Wenn man nicht mit Registeel, Flunschlick, Azumarill und all dem Metagedöns jetzt hier so spielt, sondern auch mal ein paar Siege so rausholen kann, dann würde ich mal sagen... Was ist mit der Folge? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Und ich spiele noch ein Set mit dem Team vom vorherigen Mal. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Das 5 zu 0, das war so köstlich. Und jetzt kommt das 0 zu 5. Einfach um zu zeigen, wie zufällig so ein Team eigentlich
sein kann, wenn man sowas macht wie dreimal Krypto. Also, man muss auch gut überlegen. Ich habe mir die Kämpfe angesehen und manchmal hatte ich echt Glück so. Da hole ich den Charmer rein oder hole ich, okay. Und ich glaube, ganz schnell eine Konfusion. Und die hat schon wehgetan. Diese eine Konfusion alleine hat schon wehgetan. Und ich weiß natürlich, dass hier Spukball besser wäre. Aber hey, ich bin Krypto und du wirst shielden. Du weißt ja noch nicht, was ich habe. So sieht's aus im Schneckenhaus. Und nun werde ich nicht shielden und hoffen, dass ich diesen Donnerblitz, den Donnerschlag noch durchbekomme. Und ich... schade. Dann lassen wir es. Dann lassen wir das. Ne, wir lassen die Zeit noch runterticken. Und ich komme wieder mit meinem ersten Pokémon hinein. Und ich hoffe... du wirst zu einer Attacke kommen. Ja, leider. Muss ich in ein Schild hineinbuttern? Gut. Und mit gut meine ich eigentlich schlecht, aber kann man nichts machen. So, jetzt ziehe ich dir eventuell auch einen Schild. Nein, hey, habe ich keine Sofortattacke mehr gemacht für Steinhagel? Schade. Ich dachte, ich habe noch für Steinhagel aufgeladen. Na, und ich bekomme den Schild. Hallöchen, Gardevoir. Der wird sich denken, nein, mein Toxic-Quack wird ja komplett vermöbelt, komplett gemobbt. Was ist denn da los? Das war schlau von ihm. Hat mit Energie den Kampf verlassen. Und ich glaube, ich muss mir den Schild aufheben. Ich werde das zwar nicht über... Okay. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ich hoffe, ich überlebe den Steinhagel. Ich brauche den Schild gegen Toxic-Quack, weil Toxic-Quack hat eine Attacke ready. Der Steinhagel hat eine Resistenz, das könnte ich noch packen. Ich brauche den Schild unbedingt. Gegen Toxic-Quack, so. Na und... Okay, du gewinnst den Gleichstand. Selbst wenn du zwei Attacken hast, was ich nicht glaube, ich habe eigentlich schon gedrückt. Ich müsste schon gedrückt haben. Danke dir, liebes Spiel. Sehr schön. Das arme Toxic-Quack. Führung verloren, aber hey, ich habe zwei Antworten gegen dich. Na und, ja, Gardevoir war nicht so sinnvoll, nicht so hilfreich in dem Kampf. Aber macht Spaß. Toxic-Quack ist definitiv genial. Möchte ich in der kommenden Hyperliga verwenden. Denn irgendwie, ja, wenn man damit umgehen kann, das möchte ich eben üben, dann ist das Pokémon wirklich stark, aber es hält zu wenig aus. Da muss man die Sofortattacken alle gut nutzen, die Energie schön speichern. Sehr schön, Flunschlick. Sauber. Gala Flunschlick, wir halten den Wechsel schon mal bereit. Was bist du? Okay, Moment. Will ich einen Eissturm kassieren und dann wechseln? Das ist ganz bitter, weil beide Pokémon von mir eine Schwäche gegen Geist haben. Ich glaube, ich muss hier einfach drin... ich weiß auch nicht. Ich nehme den Eissturm und wechsle dann. Na so, das machen wir. Und wir opfern das Gardevoir. Da sind schon die Sofortattacken effektiv. Wir hoffen einfach... Egal. Ich meine, ich habe den Eissturm erwartet, aber ich glaube, den hätte ich nicht überlebt und zwei schaffst du nicht. So, ich muss nämlich auch irgendwo ein bisschen Ladeattackendruck machen. Und zwar mache ich das jetzt hoffentlich hier. Jawohl. Mit einem... Wow. Mit einem Spukball. Ich weiß nicht, ob der Schild so schlau war, muss ich ehrlich zugeben. Rückwirkend betrachtet war der Schild eventuell nicht sonderlich schlau, aber du musstest jetzt Energie ausgeben. Hast dir, glaube ich, vorher nicht viel geholt. Also müsste ich jetzt reinkommen können und dich komplett runterfarmen. Wenn du wechselst, wechsle ich auch sofort blind, würde ich einfach mal behaupten. So, die Uhr noch runterticken lassen. Und, ich hätte die Uhr länger runterticken lassen sollen. Nein, das war der Fehler. Ich hätte die Uhr noch länger runterticken lassen sollen. Dann hätte ich sofort gewechselt und das Ding ausgelöscht. Das war der Fehler.
Was wird mehr Schaden machen? Das werden wir jetzt erfahren. Oh, die Matschbombe tut weh. Okay, die hätte ich schilden sollen. Obwohl, auf der anderen Seite... Ja, geht klar. Trotz dieses Fehlers. Ich hoffe, das sind nicht zwei hintereinander ready. Immer, wenn man die Wechseluhr nicht ready hat, immer die Zeit komplett abwarten, bevor man wieder reinwechselt. Das kann entscheidend sein. Und ich konnte leider nicht wechseln. Da hat mich das Toxic Quack einfach runtergefarmt. Apropos Toxic Quack, wieder zweimal hier am Start gewesen. Also was heißt wieder zweimal? Im ersten Kampf und im zweiten Kampf, so rum meine ich das, aber meine beiden Pokémon hinten drin, die freuen sich über einen Toxic Quack. Die nehmen Kampf-Pokémon mit offenen Armen, Konfusion sogar natürlich noch besser, weil Gift das ein wenig ausgleicht. Okay. Und das ist mir nicht so geheuer, muss ich sagen. Na und du kommst mit einem Panzeron hinein. Ich erwarte einen Schild, also könnte man auch Psychokinese machen eigentlich, aber wenn es dann doch nicht geschildert wird, ist es auch doof. Wir tauschen einfach die Schilde aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe da nicht wirklich eine Strategie noch, um ehrlich zu sein, so mit diesen Krypto-Pokémon. Ich mache das nach Gefühl, wie ich Lust und Laune habe. Und ich denke mir jetzt hier, Charm macht doch so einiges und schilden wirst du sowieso, dann kann ich den Schild praktisch austauschen. Oh, aber jetzt kannst du auf der anderen Seite runterfarmen. Schade, das war nicht ganz so bedacht oder gedacht. Kommt jetzt ein Sturzflug dann reingedrückt? Hol aus, hol aus. Hast du ausgeholt? Ich glaube, du hast ausgeholt. Ich bin mir jetzt wegen Sturzflug... Okay, Himmelsfeger, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hätte mich geärgert, wenn ich den geschildert hätte. Da warst du noch nicht beim Sturzflug. Und das ist perfekt. Denn genau dieses Pokémon muss... Naja, was heißt perfekt? Nein, Quatsch, was labere ich? Du hast... ja, das war's leider. Denn mein Kampf-Pokémon ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich kann es nur opfern. Als lebenden Schild sozusagen. Und dann schauen wir mal... wie es so weitergeht. Das war sogar der Knuddler. Also das war... Oh nein! Ach komm, ja okay. Der Kampf ist sowieso schon gelaufen. Da habe ich jetzt nicht gut aufgepasst, muss ich ehrlich sagen. Und du wirst vermutlich eine Attacke... Ja, du wirst locker eine Attacke schaffen. Ja, ich meine, wir versuchen es. Schauen wir mal. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Psychokinese kommt hier rein. Dann hast du vermutlich Steigerungshieb und Psychokinese. Vielleicht schaffe ich zwei Donnerschläge. Eventuell. Eventuell. Hey, Moment mal. Obwohl das gerade so mies war, was ich alles gemacht habe. Eventuell. Mit ganz viel Glück und Schmackes. Nein, schade. Schade, schade, Schokolade. Da war der vorherige Blubber noch, der fast fertig war. Aber ja, doch noch knapper als... gedacht, um ehrlich zu sein. Dass direkt ein Knuddler auch drauf ging, das war ein bisschen doof. Hätte ja auch ein Eisstrahl zum Beispiel sein können. Oder, naja, die Hydropumpe hätte mich sowieso rausgenommen. Na gut, schauen wir mal weiter. Die Kämpfe sind so schnell. Das ist ein echter Vorteil. Emolga, das ist eventuell ein Pokémon für den Flugcup. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Attacken nicht unbedingt kenne. Boah, du hast relativ schnell eine Attacke. Ich kenne die wirklich gar nicht. Aeroas, au. Oh. Hey, ja gut, ich meine. Hallo Emolga. Danke, dass du Aeroas hast. Das habe ich leider nicht gewusst. So, und komm jetzt noch mit, ich weiß nicht, einem Spukball oder so. Warum denn nicht? Ladungsstoß. Okay, also das war schon mal... sehr schmerzhaft, muss ich ehrlich zugeben. Eigentlich wollte ich noch eine Konfusion, aber irgendwie hat das dann so lange gedauert. Dann machen wir den. Oh, kommt sogar ein Schild. Ein Allesklärchen. Das Hypno möchtest du also offenbar wirklich nicht gerne sehen, bei wem auch immer. Vielleicht zwei Kampf-Pokémon hinten oder so. Sag nicht, du hast noch eine Attacke ready.
Okay, ja, hierfür hätte ich definitiv mein Kampf-Pokémon benötigt. Ich habe leider keinen Feuerschlag gegen dich. Ja, da kann man auch gleich rausgehen. Wir versuchen es zwar noch bis zum Ende, aber da werde ich nicht mal zwei Pokémon down bekommen. Ja, ich meine, das war... Das Emolga hat ein Pokémon gratis von mir bekommen. Hätte man sich auch denken können, dass ein Flug-Pokémon so schnell eine Flugattacke auch gleich ready hat. Schauen wir mal, was das Gardevoir so aushält. Es hält sogar noch die Attacke durch. Hey, warum denn nicht? So, und kommt die Senkung der Psychokinese. Ah, okay, perfekt. Gardevoir, ich bin voll und ganz begeistert über deine Geschwindigkeit, wie schnell du Energie erhältst. Dann war das mal ein Schuss in den Ofen. Und genau deshalb nicht von einzelnen Videos von mir leiten lassen. Oh wow, mit dem Team hat der Schilling 5:0 oder 4:1 oder 3:2 oder was auch immer gemacht. Das ist immer nur ein einziges Set. Und deshalb finde ich auch solche Videos, wo man ein Team bewirbt mit oh, 8er Siegesserie mit dem Team. Ja, wenn man 8-mal hintereinander die Führung gewinnt, hier zum Beispiel ein Galar-Flunschlag ist schon mal ein guter Vorteil. Dann hat das aber nicht unbedingt zu bedeuten, dass dadurch das Team so krass ist, sondern das kann ja auch ein bisschen Glück sein. Na so, diese kleine Vorarbeit und oh, einfach ausgelöscht, einfach so komplett gelöscht. So, das lasse ich jetzt drauf gehen. Obwohl es dann wirklich schwierig wird, Schilde zu bekommen. Ja, Charm lädt so langsam Energie auf. Als ob du genau wusstest, wann ich... Ich meine, ich könnte jetzt Schilde austauschen. So können wir das auch machen. Keine Ahnung, ob das schlau ist, aber wenn du nicht schildest, ist dein Flunschlick weg. Und meine Sofortattacken bauen auch ordentlich Druck auf. Also, dann machen wir das. Ah, und du gibst direkt aus. Perfekt. Das ist... Das finde ich echt gut. Sofort die Energie ausgegeben. Wenn ich jetzt Glück habe, kommst du nicht zu einem Erdbeben. Ich lasse die Wechseluhr noch ein bisschen, aber in Wahrheit möchte ich auch gar nicht, dass du wechseln kannst. Von daher gehen wir ein bisschen schneller rein. Einen Steinhagel nehme ich. Das ist, glaube ich, ein Steinhagel. Und ich heb mir den Schild noch auf. Genau, das ist definitiv kein Erdbeben. Und das kann sogar ein Krypto wegstecken. Toxic Quark, ich habe ganz schlechte Neuigkeiten für dich. Die sind so, so mies, diese Neuigkeiten. Hallo Toxic Quark. Es tut mir so leid, es tut mir echt so leid. Ja, da machst du nichts. Aber hey, was ist denn gerade mit Toxic Quark los? Der... Was? Das neue Rekord? Ich nehme 14 Minuten auf in etwa. Das Set ist durch. Ey, mit Krypto kann man echt schnell seine Sets machen. Was in der Tat, wenn man jeden Tag spielt und so, und das auch wegen des Sternenstaubs eventuell macht, oder warum auch immer, Belohnungen und so nebenbei, dann ist das schon ein Vorteil, ob das Set nun 22 Minuten dauert oder 13. Auf lange Sicht gesehen. Auf jeden Fall. Und es gibt eben Krypto-Pokémon und verschiedene Teams, wo man einfach weiß, okay, das geht richtig schnell. Anderenfalls Azumarill und all die Pokémon, die so viel aushalten. Oder auch Pokémon, die den Angriff senken, die Verteidigung senken, irgendwie sowas in der Art. Oder Cresselia und so. Das zieht die Kämpfe in die Länge wie ein 10-Kaugummi. Aber sowas, da geht's ordentlich ab. Jawohl. Okay, aber trotzdem noch positiv. Jeden Kampf mit Toxic Quark gewonnen. Das war köstlich, schmöstlich für die Folge, würde ich mal sagen. War's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Alle guten Dinge sind 3, wie einst Goethe schon sagte. 3 Krypto-Pokémon im Team und 3 Sets spiele ich hier auch damit. 5:0, 3:2 und wenn der Trend weitergeht, dann nun 1:4. Schauen wir mal. Toxic Quark, das war mir immer eine Wonne. Das war wirklich schön. Toxic Quark, die Wonne, direkt gewonnen. Tentantel geht in Ordnung, auf jeden Fall. Aber das Ding hat relativ schnell die Attacken, also davor muss ich mich auch in Acht nehmen.
Wir droppen hier mal Vorarbeit und wechseln danach. Womit bin ich dann eher schlecht gegen Tentantel? Holen unser Gardevoir raus. Oh, das war schnell. Das war echt schnell. Was heißt schnell? Ich habe da drüben noch so einige Sofortattacken gemacht. Aber sowohl Konfusion als auch eventuell wegen Donnerschlag hätte ich hier ein bisschen Druck auf die Schilde aufbauen können. Aber wir opfern das Oh, nein. Das war schade. Das wäre schön gewesen. Dann noch die Energie für einen Spukball oder so. Ah, schade, schade, Schokolade. Gardevoir. Vielleicht ein bisschen bessere IV oder das gegnerische Panzer ein bisschen schlechtere IV. Du bist ja wirklich genau auf den 1500. So, Wechseluhr. Ich konnte leider nicht länger warten. Aber du gibst mir Zeit. Sehr schön. Du gibst mir auf jeden Fall Zeit. Falls da etwas Nerviges kommt, dass ich dann rauswechseln kann. Libeldra. Okay. Das Ding scheint wenig auszuhalten. Muss ich sagen. Ah, ich würde gerne... Oh, das war so nicht gedacht und geplant, um ehrlich zu sein. Eieiei. Ich will nicht. Ich baue mir fast eine Attacke auf. So, sehr schön. Was haben wir denn da? Wieder eine Drachenklaue? Ich hoffe, die macht nicht so viel. Ich meine, du bist vom Typ Drache. Die Drachenklaue, ja, die macht echt nicht viel, vor allem gegen ein Krypto. Du bleibst sogar noch drin für zwei Konfusionen. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Na, so, auf Spukball aufbauen. Und dann den Donnerschlag einsetzen. Ich brauche nur eine Attacke. Und dann haben wir schon. Ich glaube, ich setze hier ein. Denn ich habe Angst, dass nun so ein fetter Donner kommt. Sodass ich nicht mehr zu noch zwei weiteren Sofortattacken komme. Und ja, da haben wir es auch schon. Eine Attacke und du setzt ein. Wird mich das rausnehmen? Leider habe ich den Kreuzhieb nicht komplett. Oh! Oh! Ich glaube, das war ein Versehen. Und dieses Versehen könnte mir den Kampf jetzt gewinnen. Komm, komm, komm. Jawohl, okay. Das ist unverdient. Wenn ich den Kampf jetzt gewinne, dann unverdient. Muss man echt sagen. Und wirst du noch eine Attacke ready haben? Nein, hast du nicht. Oh, das war unverdient, dass du da zwei Attacken einsetzen musstest oder eingesetzt hast, wie auch immer. Ärgerlich. Eventuell hast du nicht gesehen, dass ich schon auf 0 bin. Dass ich nicht auf 0 KP bin. Und dachtest, die Attacke landest du nämlich direkt gegen mein Macho. Und ja, das hat mir den Sieg geschenkt. Danke dir. Mo, in deiner Taverne, was hast du so zu bieten? Also der erste Sieg für das 1:4 ist schon mal am Start. Ein Voltula kommt hier in Fahrt. Das ist nicht so gut. Wir wechseln, glaube ich, direkt in Gardevoir, bevor du hier noch irgendwelche nervigen Dinge machen kannst. Hol doch noch aus. Warum holst du nicht aus im Schneckenhaus? Da kommt Anfallen, aber ich muss es sowieso schilden. Jetzt bin ich leider schwächer. Und da kommt ein Galar-Flunschlick hinein. Ich glaube, ich packe nicht mal eine Attacke. Wow, das war schnell. Und du hast sofort eingesetzt. Okay. Und womit ich dann hineingehe, das sollte klar sein. Wir warten noch ein bisschen. Bitte warten. Please hold the line. Bleiben Sie in der Leitung. Wo sind die Azumarill eigentlich? Mein Hypno freut sich über Azumarill. Nur nicht mein Dingenskirchen in der Führung. Na so, das solltest du noch überleben. Also, wenn du es nicht schildest, solltest du das noch überleben. Und du schildest es aber sogar. Ah. Du gehst auf Erdbeben? Ich muss hoffen, dass es nicht Erdbeben ist. Hoffen wir. Das wäre dann wirklich genial. Jawoll. Die Geizigen. Immer diese geizigen Leute. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche das noch. Und nun machen wir was ganz Doofes. Wir wechseln, um hier noch zwei Sofortattacken unterzubekommen. Denn das gibt mir schon mal einen ordentlichen Frühstart.
Na und da wird er... Boah, wie viel machen denn meine Sofortattacken? Ich glaube, das dürfte ein Gleichstand gewesen sein. Ich war jetzt überrumpelt, dass Konfusion hier so viel macht. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte runterfarmen, aber Anfallen hätte mich bestimmt besiegt. Typ Käfer. Ich habe keinen Schild mehr. Dann schauen wir mal. Ich habe, glaube ich, einen Kreuzhieb ready. Sprich, auch fast der Steinhagel. Dann kann sich Azumarill nicht zwei Attacken aufheben. Das wissen wir. 100 Energie reichen hierfür nicht aus. Meine Wechseluhr ist bald rum. Und ich schaffe noch einen Donnerschlag. So. Jetzt muss ich aber, glaube ich, sofort wechseln. Kann ich wechseln? Ich kann. Und Steinhagel. Jawohl. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das langen. Ansonsten noch eine Konfusion von Hypno. Tschüss, Azumarill. Hat uns gefreut. Beehren Sie uns bald wieder. Beim nächsten Mal ein bisschen noch mehr Meta hinein. Also ich meine, Galaflunschläg, Azumarill. Das ist ja was ganz Kreatives. Sagte der in jedem Team Azumarill hat. Ja, man muss sich ja auch irgendwie zu helfen wissen. Vor allem, wenn ich keinen Plan von der Superliga habe. Aber irgendwie gefällt mir das Team gerade. Ich weiß nicht, was da... Die Pokémon, die sind... Okay, ich nehme alles zurück. So, jetzt kommt ein großer Einsatz, Gardevoir. Ich mache eine Attacke, dass du zumindest auch so ein bisschen drauf drückst. Und 2-2-2, bitte noch. Ah, schade. Nein, doch. Der zweite ist noch drüben gelandet. Okay. Okay, okay, okay. Ah. Wollen wir das schilden? Ich bin mir bei Gardevoir nicht sicher immer, ob man da noch zu einer Attacke kommt. Okay, man kommt zu einer Attacke. Und jetzt bekomme ich eventuell den Schild. Ich weiß nicht, ob der schlau war. Da muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht, ob der Schild schlau war. Okay, wir haben sie mal ausgetauscht. Verteidigung sinkt, diese 10% Chance. Und, ach komm, das wäre so schön gewesen. Das wäre echt so schön gewesen, wenn durch diesen Boost, also durch diese Abschwächung, das Gegenteil von einem Boost, wenn es dadurch was gewesen wäre, geworden wäre. Ah, ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Eventuell droppe ich einen Steinhagel gegen Altaria. Ah, oder den Kreuzhieb. Einfach den Kreuzhieb. Direkt den Kreuzhieb und dann rauswechseln. Ich weiß, das ist nicht so effektiv und ich weiß, ich habe nicht mal für den Steinhagel aufgeladen und ich weiß, dass das der Gegner weiß, aber das würde auch schon ein bisschen machen und da kommt sogar der Schild. Und jetzt hier eine Konfusion. Na und die nächste. Und du wechselst. Oh, ein Nachthaarer. Ein Nachthaarer. Ah. Okay. Da hätte ich natürlich, sollte klar sein, mein Kampf-Pokémon benötigt. Und jetzt kommen die hier direkt die heftig deftigen Unlichtattacken rein. Ich glaube, wenn ich mir den Schild einfach für Dingenskirchen aufhebe, mal schauen, ich meine, Nachthaarer ist so defensiv, vielleicht macht das ja gar nicht so viel. Na okay, ich nehme alles zurück. Aber ich muss hier so viel Vorarbeit leisten, wie nur irgendwie möglich. Und wenn das gegnerische Nachthaarer schlau ist, das sieht jetzt, ich habe offenbar keinen Fokusstoß oder was auch immer, dann wird es hier runterfarmen. Wenn es schlau ist, ja, das wird es auch machen. Es bekommt hier noch einen Donnerschlag ab, aber wenn ich dann Pech habe, kommen zwei Attacken hintereinander. Ah, und das Altaria ist ja dann auch noch da. Wir machen... Ja, ich muss das schilden und einfach hoffen, dass keine zweite Attacke kommt. Und danach auf Kreuzhieb gegen Altaria. Denn mehr schaffe ich sowieso nicht. Bitte keine zweite... Okay, da waren direkt zwei hintereinander. Wenn ich Glück... Ich habe jetzt nicht... Was war das? Was hat sie eingesetzt? Oder er? Schmarotzer oder... Okay, Schmarotzer. Das ist immerhin nicht so effektiv. Ich habe mit einer... Ach, komm, das ist ja hier ohne Ende. Ballerst mir drei Ladeattacken hintereinander raus. Na gut, kann man nichts machen. Gegen Altaria vorne... Ist nicht Kirschen essen. Das haben wir jetzt herausgefunden. Du hast ein ganz großes Problem mit mir. Alles klärchen. Ein Nachthaarer vorne. Das brauchen wir. Dann. Aber jetzt ein bisschen länger sogar schon. Die Kämpfe. Wir wollen die wieder schnell. Entweder sofort verlieren oder sofort gewinnen. Keine spannenden Kämpfe oder so.
Wir wollen, dass der Kampf sofort entschieden wird mit dem Krypto-Ticket. Und wir haben ein Iro-Kex. Sauber, sauber, sauber. Dann halten wir mal den Wechsel bereit und ich würde sagen, ich hole Hypno rein. Nein, du hast keinen Bock auf Wechsel. Dann hast du hoffentlich Bock auf einen kreuzigen Hieb. Und ich... Wow. Okay. Musste mich kurz am Gesicht. Und dann habe ich vergessen... Ach so, ja, okay, Moment. Da waren ja noch Bubbles. So, der Steigerungs... Es ist so abartig, wie viel Schaden eigentlich schon ein Steigerungshieb macht. Also du spielst diese Führung definitiv nicht zum ersten Mal. Aber definitiv nicht. Das war gut geplant und getimed. Kein Schmarotzer, bitte kein Schmarotzer. Ich habe schon ausgeholt. Bitte kein Schmarotzer, darauf vertraue ich jetzt. Okay, perfekt. Denn ich glaube, die hat noch eine Attacke gefehlt. Na und da kommt ein Yugong rein. Ich lasse einmal den Eissturm drauf. Ich wüsste gerne vorher, wie viel Schaden Eissturm macht, jetzt gegen dieses Hypno speziell. Ich glaube, es ist ultra wenig. Aber ich meine, ich habe zwei Schilde und irgendwann muss ich die verwenden. Ich nehme mal eine Attacke und jetzt sofort hinüber. Und dann dadurch setze ich... Ah, jetzt haben wir es nicht gesehen, weil ich so schnell gewechselt habe. Nein, 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 nein. Okay, das war dann gut. Ja, gut, würde ich es nicht nennen. Schauen wir mal. Ah ja, nein. Wie viel machen denn deine Sofortattacken? Irgendwie Gardevoir ist hier das schwächste Glied im Bunde. Und das weitere Problem ist, du wirst nun zweimal mit Knochenkeule ködern und wir wissen es beide. Wir wissen es, dass es so passieren wird und ich kann nichts dagegen unternehmen. Oh, und ich glaube, ich gehe auf den Donnerschlag, weil meine Konfusionen auch so viel machen. Wir wissen es beide. Ich schilde auch eine Knochenkeule. Das sollte klar sein. Wow! Wow! Wir wissen es doch nicht beide. Hast du nur eine Attacke? Nein, du hast nicht nur eine Attacke. Holla, die Waldfee. Ah, der Spukball war sogar jetzt schon hier. Was? Heieiei, ich wollte ja eigentlich eins früher einsetzen. Okay. Na und das Yugong sollte hoffentlich nichts mehr gegen mich haben. Oder das Iro-Kex, wie auch immer. Ja, perfekt. Was ist denn da los? Sauber. Aber Gardevoir, wirklich? Im Vergleich zu Hypno? Das ist so eine komplett andere Welt, was die Verteidigung betrifft. Aber passt. Na gut, dann doch kein 1:4. Das Team hat mir bisher 8. Ja, mit dem Set 11 Siege eingebracht. Bei und 4 Niederlagen dann, sollte ich das verlieren. Ein Flunschlick. Okay, dann mach mal deinen Wechsel. Ein zu Biris. Und wir holen, boah, ich muss immer so lange überlegen, welches von beiden. Und muss jetzt leider auch einmal, ja, muss ich? Das war leider ein echt langsamer Wechsel. Wow, 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 komm, aber der muss noch ankommen. Der kommt noch an. Okay. Und jetzt warten wir, denn nur die Harten kommen in den Garten. Ah, das war echt mies. Das war wirklich mies und ich kann jetzt nicht rauswechseln. Die Uhr ist aber sowas von nicht ready. Bitte warte noch. Bitte warte noch. Gib mir noch alle Zeit der Welt. Bitte warte komplett. Okay. Ein Sumpex oder Velsa. Moment. Habe ich nicht. Also, ich habe die Typ-Icons gesehen, aber nicht welches Pokémon. Und du bist ein Sumpex. Ah, das ist echt ärgerlich. Da hätte ich den Wechsel wirklich benötigt. Da hätte ich den Wechsel wirklich benötigt. Das habe ich vermasselt. Na gut. Und rüber da. Na so. Okay, du lässt mich hier noch ein paar Konfusionen machen. Und was hast du vor? Was hat er vor? Er ist schlau. Er hat so richtig viel Energie jetzt. Locker für 2 Aqua-Haubitzen. Das ist jetzt... Ja, schauen wir mal. Auf der anderen Seite, wenn ich hier die Schilde rein investiere, wollen wir das machen? Boah, keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Schade, dass ich nicht Feuerschlag habe.
In dem Fall wäre Feuerschlag wirklich genial. So, okay. Das Problem ist jetzt aber nur, ich will dich mich nicht runterfarmen lassen. In Wahrheit würde ich am liebsten jetzt nicht einsetzen und einfach, dass du gewinnst. So muss ich echt sagen. Okay. Na gut, dann aber... Oh, eigentlich hätte der Donnerschlag auch schon gereicht. Ich bin jetzt bei 100 Energie. Ah, das war doof, Leute. Das war doof von mir. Donnerschlag, ich habe nicht mitgedacht. Ich habe einfach nur meine KP angesehen wie keine Ahnung was. Oh, Donnerschlag ist sogar ready. Da hilft jedes kleine bisschen gegen dieses Sumpex jetzt. Weil drei Aquahaubitzen kannst du... Hast du, glaube ich, nicht hintereinander ready jetzt. So, und da hilft nun jede kleine Attacke. Ah ja. Kleine Pause gemacht, aber ich glaube auch ohne, falls das ein Lag war oder was auch immer, auch ohne hätte ich gewinnen müssen. Angenommen, ich hätte direkt Spukball eingesetzt, als die Attacke ready war, hätte ich keine weitere Attacke gehabt. Sumpex hätte noch drei Ladeattacken machen können, drei Sofortattacken machen können, dass es garantiert bei 100 Energie ist. Das wäre gefährlich. Also das war so eine gefährliche Reichweite, da muss man echt aufpassen. Na und... Das letzte Pokémon war Sumpex. Und hier haben wir ein Hydropi. Vielleicht genau das. Der Sohn oder die Tochter von genau diesem Sumpex. Na gut, bin zufrieden mit diesem völlig hirnrissigen Team. Geht in Ordnung. Bitte nicht zu Hause nachmachen, vor allem je nach Punktebereich. Ich habe die Season mit 2900 beendet. Und habe seither eine... Also mehr Siege als Niederlagen... Sollte also, keine Ahnung, wie das mit den unsichtbaren Punkten ist, weiß man nicht und so weiter und so fort. Aber ja, man sieht, ich treffe sehr oft auf Galar-Flunschlick, was mir natürlich hier hilft. Ich treffe sehr oft auf Kampf-Pokémon. Ich treffe oft auf Azumarill, wo Hydropi wollte ich sagen, wo Hypno ne, ganz gut ist. Ja, dann würde ich mal sagen, oh, neue Serie. Ich hatte 7, jetzt bei einer 8er. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.